Die Protators gegen die Zimbos. Das ist unser nächstes Spiel. Jeremy Celal Aydoğan. Und Heller! Marcel Heller, fünfte Minute. Die Zimbos führen 1-0. Abgefälscht das Ding noch. Heller ist also wieder schneller. Fünfte Minute, 1-0, kurz gezuckt, unglücklich abgefälscht, nichts zu machen im Tor der Protators. Heller stellt auf 1-0 für die Zimbos. Julian Mehal. Und dann ist er drin. 1-1, Eigentor von Aydoğan. Der hat letzte Woche getroffen und einen Ball von der Linie gekratzt, das innerhalb von einer Minute. Und jetzt erlebt er das komplette Gefühlskarussell. Das erste Eigentor der Border League-Geschichte am zweiten Spieltag. Oh, das ist die Reaction der Teasys und von Simon Schüttgen, a.k.a. Gamer Brother. Oh, diesmal wird's wieder Three-Play. Heißt wie die letzten drei Minuten zwischen den Zimbos und den Protators. 3 gegen 3. Sehr, sehr geile Challenge hatten wir schon mal heute. Sehr, sehr eng alles. Und jetzt kommt das Ding. 2-0. 2-1, sorry. Und das ist er. 2-2. Philipp Simon. Was für ein Kicker, die Zimbos sind wieder da. Ich würde sagen, hier in der Border League auch, also sind schon einige gute Zocker. Du musst natürlich eine Mischung finden zwischen guten Spielern und guten Verteidigern. Es rappelt, die Protators gehen wieder in Führung durch den Goalie. Wir müssen jetzt geduldig weiterspielen. Ja, es steht 3-2, geduldig. Geduldig, geduldig. Wenn wir die Lücke sehen, abschließen. Keine Angst. Ja, wenn wir Angst haben, verlieren wir das Ding. Ja, sehr hübsche Flanke. Heller! 19. Minute, 3-3. Steht da, wo ein Stürmer stehen muss. Marcel Heller schnürt seinen Doppelpack und bringt die Zimbos wieder ran. Und das ist die direkte Antwort der Protators. Was ein Ding. Unglücklich. Wildschrei. Der hat sich warm geschossen. 5-3, 24. Max Wildschrei. Der Ex-Bielefelder, ihr wisst schon, der Love Island-Mann stellt auf 5-3. So viele Abschlüsse gehabt und dann guckt er den Goalie aus. Das ist die Reaktion der Protators von der Bank. Und es ist erneut Galaxy One-on-One. Das heißt, für die letzten drei Minuten 1 gegen 1. Philipp Simon! Was eine Fackel! Und man darf nicht mit der Hand rangehen. Auch nicht der Torhüter, den die Protators überraschenderweise hier aufs Feld schicken. Und ohne Hände lässt es sich halt schwer halten. Treffer von Philipp Simon. Die Zimbos wieder am Start. Und man muss innerhalb von 15 Sekunden abschließen. Ubelkiri! Die Protators führen wieder. Was ist das für ein 101? Ausgleich! Ja, leck mich! Es ist unfassbar! 6 Beine! Das sind ja Tennisergebnisse! Das ist 1 gegen 1, Chat. Wenn ihr für die Zimbos seid, glaube ich schon. 7-6, die Zimbos führen. Zimbos führen, drehen das Ding in den Galaxy Minutes hier komplett
Ehre. Und damit ist es zu Ende. Die Zimbos drehen das Ding in den letzten 3 Minuten. Gamer Brother und die Teasy sind bei Philipp Simon, der hier sein Torkonto, sein persönliches, nach oben schraubt. Und die Potatoes in den Galaxy Minutes nochmal auf die 1 schraubt. 2 Siege, 2 Spiele. Die Zimbos gewinnen 8-6.